Hi, grüß dich, Christian Dramaticus. Vielen Dank für deine Videoantwort, war inspirierend. Was mir gut gefallen hat, war diese Veranschaulichung von, wenn es eine falsche Identität gibt, muss es ja auch eine richtige Identität geben. Genau. Als Erfahrung, ja. Sozusagen, wenn ich so tue, als wäre ich noch jemand anders, als wie ich so natürlich bin. Mag ja vorkommen. Kann ja sein. Möglicherweise. Schon mal erlebt worden. Genau. Aber das Faszinierende finde ich die Frage, wer stülpt sich diese Identität über? Wer nimmt die Identität an? Also die Frage, wer bin ich? Nicht, was nehme ich wahr, nicht, was ist meine Geschichte, denn Identität ist für mich immer eine Geschichte, die ich über mich erzähle und die eigentlich immer nur hier zur Gegenwart herführen kann. Und was kann ich da mehr sagen als, ich stehe hier, ich sehe, ich höre, ich spreche, ich mache ein Video. Und wo ist meine Identität? Ja, die krumpelt vielleicht hier so im Gehirn rum, ja, ich bin doch der. Der da und da geboren ist mit den Eltern und du. Okay, ich habe wahrscheinlich wieder eine ganz andere Geschichte über mich selbst, als wie du über dich. Nee, Quatsch, als wie du über mich. Und ich habe wahrscheinlich eine andere Geschichte über dich, weil ich habe ja nur Fragmente, Bruchstücke, kleine lustvolle, freudige Momente von dir mitgekriegt, als das, was du alles da von deiner Körper-Geist-Person-Strukturgeschichte erlebt hast. Ja. Das ist doch nett. Aber jetzt nochmal auf die Frage zurückzukommen: Wer stülpt sich die Identität über? Wer zieht sie an? Wer bin ich? Und da bleibt bis jetzt immer nur die Frage: Wer bin ich? Fragezeichen. Und keine Antwort, denn jede Antwort, die ich mir gebe, die ist nicht wirklich ein befriedigend. Sie ist irgendwie, fühlt sich begrenzend ein und ist ja okay. Ja, ich kann sagen, ja, ich bin halt der und dann, ja, glaube ich das und mache dann auch nichts, oder? Und wie lang? Weiß ich nicht. Das ist natürlich der Körper, der stirbt und mit dem Körper stirbt dann natürlich die Identität von mir auch. Vielleicht so wie beim Yogananda. Während der Körper vom Yogananda und die Person rumgehüpft ist und gewandert und meditiert ist und sich mit anderen reflektiert hat, hat er wahrscheinlich eine Geschichte über sich selbst gehabt, also eine Identität, und andere über ihn. Und jetzt ist er wahrscheinlich der Körper gestorben, er kann ihn nicht mehr physisch antreffen. Und jetzt geistert halt noch eine Geschichte, vielleicht tausende von Geschichten im Bewusstsein rum. Ah ja, Yogananda, der war so und so. Christian hat wahrscheinlich wieder eine andere Geschichte über die Identität von Yogananda, wie ich hier oder wie, keine Ahnung, der Kriya-Meister Rebrandrando oder wie er heißt, weiß ich natürlich gerade nicht. Aber jetzt, worauf ich hinaus wollte, ist das zu sehen, die Identität, das ist was, was ich definieren kann durch Eigenschaften, sozusagen Form und Ereignissen, Datum und was auch immer, Qualitäten und so und Strukturen, Mustern. Aber das, was wer sich zu der Frage zurück, wer bin ich zu der, wer stülpt sich die Identität über, das ist für mich nicht möglich zu definieren. Wer lebt dieses Leben? Wer lebt hier den Tarot? Wer nimmt diese Identität an? Also, und das ist frei von Definition, das ist nicht definierbar für mich. Und das ist irgendwie eine Weite, boah, oder keine Ahnung, was das ist. Es ist halt die Freiheit, nicht definiert zu sein. Und gleichzeitig ist die Freiheit auch da, die Definition anzunehmen wieder. So, ja, oh, ja, ich voll. Und dann, aber manchmal wird es auch so richtig eng und Depression, weil ich mich so, oh, in meine Identität eingeklemmt bin, weil ich irgendwie so eine Ahnung habe, ja, ich bin doch vielleicht noch viel mehr, ich bin doch total ganz und alles, was ist, sind natürlich auch wieder Worte. Genau, das wollte ich nur mal klarlegen. Diesen Unterschied zwischen Identität ist das, was ich definieren kann, und das, was die Identität ist, das, was ich bin. Oder wer bin ich? Bin ich wer? Wer bin ich? Also das, wer bin ich, dahin zu schauen, wer das lebt, ist frei von Definition, kann nicht definiert werden. Und man kann es versuchen, aber es ist immer unzulänglich. Gut. Also, bis jetzt. Namaste.
Aloha. Danke fürs Zuhören. Falls nicht schon vorher abgeschaltet wurde. See you. Big hug. Dicke Umarmung. Sei geherzt. Ciao.